Leute, bald gibt es im Disney Channel wieder einen Miraculous-Tag. Da wartet nicht nur eine brandneue Folge erstmalig im Free-TV auf euch. Der Wahnsinn! Wir haben auch einen besonderen Gast, mit dem ich nun ein kleines Quiz für euch machen darf. Ich bin eure Patricia. Und ich bin Sarah Engels. Und ich hatte die große Chance, die Gesangsstimme von Ladybug im neuen Film zu sein. Seid ihr bereit? Dann legen wir los mit Frage 1. In einer Folge der letzten Staffel wurde Chloé gleich zu einer ganzen Fußballmannschaft akkumatisiert. Ladybug blieb nichts anderes übrig, als ihre eigene Truppe von Fußballern aus ihren Heldenfreunden zusammenzustellen. Doch nicht alle konnten mitspielen. Welcher Superheld war nicht Teil des Fußballteams? War es A. Rena Rouge, B. Cat Noir oder C. Carapace? Genau! Antwort A ist richtig! Alia wurde bereits von Chloé in einer gelben Kugel gefangen, bevor Ladybug anfing, ihre Mitspieler zu verwandeln. Beim nächsten Mal dann! Frage 2. In einer ganz besonderen Folge der letzten Staffel ging es um Tikis Sucht nach einem traditionellen französischen Gebäck, der Galette. Natürlich hergestellt von niemand anderem als Marinettes Familie. Und das zu einem bestimmten Anlass. Was wurde an dem Tag gefeiert, als Familie Dupin-Cheng Galettes gebacken haben? War es A, der Tag der Arbeit, B, der Dreikönigstag oder C, der französische Nationalfeiertag? Die richtige Antwort ist natürlich B. Marinette, Marinette, was ist das für ein Geruch? Oh, eine Galette für den Dreikönigstag. Gibt's jedes Jahr am gleichen Tag zur gleichen Zeit. Wer in seinem Stück den Anhänger findet, kriegt eine goldene Papierkrone. Oh, geh wieder schlafen, Tiki. Ist viel zu früh für einen Sonntag. Kommen wir zur Frage 3. Das letzte, was wir bei Miraculous gesehen haben, war, dass Adriens Cousin Felix mit Hilfe des Hunde-Miraculous Ladybugs Jojo gestohlen und, natürlich abgesehen von den Schmuckstücken von Ladybug und Cat Noir, alle Miraculous an Gabrielle Agresse übergeben hat. Alle? Nicht ganz. Welches Miraculous wollte Felix für sich behalten? War es A, das Hunde-Miraculous, B, das Schlangen-Miraculous oder C, das Pfauen-Miraculous? Die richtige Antwort lautet Antwort C. Ich bin hier, weil ich das echte Pfauen-Miraculous will. Und du wirst es mir einfach geben. Vielleicht sehen wir ja schon bald, was er mit dem Pfauen-Miraculous vorhat. Und? Hast du alle gewusst? Ich natürlich schon. Weiter geht's hier nächsten Freitag mit dem zweiten Teil unseres Quizzes. Und dann gibt es natürlich eine brandneue Folge beim Miraculous-Tag am 12. November nur im Disney Channel im Free-TV.